fahre ich euch mal direkt dorthin. Dann müsst ihr es nicht suchen. Das ist auch so eine hässliche Straße hier. Ja, die ist ätzend. Aber da gibt es ja auch in der Winterbereich einige Serpentinen, wo du denkst, da kommst du doch mit dem Auto normal gar nicht runter. Also Quad geht dann noch, aber sobald du Auto hast, kannst du vergessen, die sind so eng, die Kurven. Ja, oder teilweise auch die Straßen, wenn du hier irgendwo fährst. So, pass auf, ich hatte ja gesagt, immer rechts halten. Ja. Seht ihr da hinten rechts das letzte Gebäude? Da wär's gewesen. Dann seid ihr voll vorbeigelaufen. Ja, da sind wir vorbeigelaufen. Weil hier ist die Military School. Ja. Oder hier, Gefängnisschule oder was das ist. Also hier sind wir noch gewesen, aber hier hinten nicht mehr. Nein. So, genau. Und was hab ich zu euch gesagt? Immer rechts halten. Yep. So, und wär's nämlich letzte Haus gewesen. So, alle aussteigen bitte. Lass die Tür hinter dir zu. Ah. Volle Blase, sorry. Kein Ding. Wollen bloß gucken, ob welche die drinnen sind. Aber wenn keine sind, geht ihr einfach aufs Dach. Da oben ist die, was ihr sucht. Und ich kann jetzt erstmal Viecher killen. Das nächste Ziel nur anschauen. Hast du noch alle Items? Ein Fernglas? Also ein Leuchtturm. Aber also Leuchtturme gibt es doch mehrere. Ich glaube nicht, dass damit mit einem Leuchtturm gemeint ist. Fernglas. Ach, Observatorium! Das Observatorium ist damit gemeint. Ah. Was für ein Zielfernrohr hast du darauf? Nein, OK, ACOG. Okay. Das ist ein Standardfernrohr. Okay. Ja, warte. Da, guck durch. Hier. Yeah. Hier. Yeah. Ah. Ah, okay. Das ist ein ACOG-Visier. Ja, das ist ein ACOG. Oder ACOG. Das ist halt gut für Mittelstrecke und auch für gewisse Entfernung. Bloß ich musste jetzt erstmal gegen den Wind ziehen, damit ich den Kopftrepper machen kann. Aber warum heißt das Ding denn ACOG? Ich meine, haben die da beim Militär ein Schwanzproblem? Weiß ich nicht. Also einfach hat sich einfach als Abkürzung, als wenn du ACOC sagst oder so, weißt du? Ja, ich weiß. Aber ist das schon merkwürdig, oder? Ob das so ein Zufall ist? Ja, aber auch Militär und so. Damit kann euch hier mal die Schränke aufmachen, vielleicht ist da irgendwas drin. Ja, ich wollte... Ah, eine Karte. Willst du? Was soll ich damit? Ich habe alles. Ich besitze alles außer ein Auto. Bogen. Ja, nimm mit. Du stehst auf Bogen. Aber wir gucken mal, was unsere Sachen da drüben noch machen. Bogen ist ja Compound-Bogen, weil den kannst du noch einstellen. Da brauchst du nur Werkzeugkiste und dann kannst du den von 60 auf 70 Pfund und dann haut das Ding richtig rein. Compound-Bogen ist viel geiler, auf jeden. Mach ich hier noch auf. Einmal. Ah, eine Armbrust. Einmal.
Kannst du brauchen? Dreimal. Viermal. Compound-Boss sein. Pumpenmunition. Ja. Naja, gut. Besser als nix. Also zum Observatorium. Ja, lass uns mal nach unserem Loot gucken, ob da noch irgendwas liegt. Wisst ihr denn, wo ihr noch gestorben seid? Ja, das war. Ihr wisst schon, dass da immer noch Bomber sein werden? Ja. Ja, dann. Lass uns schon mal von der Ferne oder so gucken, erstmal, wo die sind. Das war hier vorne rechts in den Häusern. Schon keine Lust mehr, der läuft schon wieder zurück. Nice. Ah, das kriegst du mit dem Rotpunktvisier nicht hin. Naja, doch. Das kriegst du locker hin, ohne Probleme. Mein anderes Lieblingsvisier ist das MOR. Treff ihn, aber. Jetzt. Ja, hab sie nicht gekriegt. Echt doch. Ich nutze ja sonst immer das MRO, Red Dot, was dann ohne Spiegelung ist, weil ich ziemlich geil finde. Du hast keine Probleme damit. Also ich bin auf jeden Fall, wäre ich dir fast davor gelaufen, bin ich hier links an der Küste entlang gelaufen, von hinten in das Haus rein. Weil irgendwo... Das letzte. Von na, Vorbahn. Geblutet hat er. Ich war nämlich schon da vorne an der Kiste und da sind, ist er. Na? So wird's gemacht. Nee, wir warten mich schon da hinten. Da ist nämlich da, wo es dieses eingezäunte Gebiet ist und da sind nämlich die Bomber. Die warten mich schon ein bisschen weiter. Weil hier vorne warte ich schon gewesen. Das habe ich gesehen. Genau, da stehen ja auch die Türen offen. Dann bin ich da unten und durch den Tunnel durch. Ich bin an der Küste entlang gelaufen. Dadurch hast du die Bombe aktiviert. War einer. Ich treffe den nicht für den Arsch. Ich treffe die, aber manche halten noch ein bisschen mehr aus. Ich sage aber, Arcog ist halt im Nahkampf halt ziemlich schlecht. Ja, im Nahkampf ist das für den Arsch, ist klar. So, dann bin ich hier lang gelaufen. Müsste hier eigentlich sein. Ja, hier ist es auch. Meine Pistole liegt noch hier. So, all erledigt. Das ist aber auch alles, was hier noch liegt. Das ist nur die Pistole. Das, was ich gesagt habe, weil der andere nicht mehr gelebt hatte. Ja. Die spawnt ganz schnell. Das ist, was ich gleich von Anfang an gesagt habe. Darum. Lieb nicht deinen Loot, du hast jetzt sowieso, hast du von mir einmal auch komplett Ausrüstung bekommen. Hast du wohl recht. Naja, schade, trotzdem. Und bist du geschoben, Alea? Wenn du noch ein Visier oder irgendwas brauchst. Ach, den Rest holen wir uns schon selber wieder zusammen. Sag, ich hab meine AK-15, ich bin glücklich. Zurzeit die seltenste Waffe. Ich bin hier vorne. In dem Haus davor. Okay. Ich kann mich schon noch an die grüne Tür erinnern. Hier irgendwo. Die Tür war ja noch zu, ne?
Ah, hier vorne liegt eine Pistole. Hier vorne. Nee, das ist das Abbild quasi. Das, die ist nämlich noch in dem Pistolenholz da drin. Da ich gerade noch hatte. Also das Pistolenholz, da lag hier noch, aber der Rest nicht. Naja. Immerhin etwas. Aus der Distanz. So, oh, nice. Ja, da können gehen. Weil Problem ist, die kannst du noch gar nicht richtig auf Entfernung einstellen. Weil es ja nur bis maximal unter 200 Meter einstellbar, weil ab 150 die spawnen sehr. Ja, klar. Also nach 150 Meter tun die Zombies die spawnen. So. Aber um das Visier einzustellen oder so, brauchst du ja schon eine Distanz von mindestens 400, 500 Meter. Außer wo, wenn es jetzt ein starker Wind ist, dann hältst du 2, 3 Millimeter daneben und triffst trotzdem den Schädel. Also das ist nicht das Problem. So. Schlückchen aus der Pulle. Ab zum Observatorium. Genau. Und nicht zum Sanatorium. Oh. Nee, da will ich auch nicht hin. Ich muss bloß mal schnell gucken, wo es jetzt genau war. Das war genau rechts lang, nicht links lang. Links ist Radiosender. Rechts ist. Aber da kann ich auch nochmal abkürzen. Ist, wenn der Teil da ja noch liegt, wenn wir das heute finden, da hast du ja dein Auto wieder. Nee. Da ist sicher schon jemand vor uns da gewesen. Bist du schon bis zum Ende durch? Doch sicher, oder? Keks. Nicht wirklich, nee. Okay. Ich hatte einfach keine Lust mehr, weil ich wollte nicht alles alleine machen. Ups, das habe ich jetzt. War ich jetzt richtig da? Weil eigentlich wollte noch ein Kumpel, der hat dann wieder denkst und ich sehe nicht einmal alles alleine zu machen. Mhm. So und ja. Ja, ist ja auch nur der halbe Spaß, ne? Absolut. Ja, ja, aber ich habe schon 5 Dörfer, dann wollte er später, dann kam mir was dazwischen, dann hat er keine Lust mehr gehabt, dann war er zu fertig und da ich, nee, dann brauche ich auch nichts weiter selber machen. Ich mache doch nicht die ganzen Aufgaben alleine. Und dann tut er sich die Sonne stoßen daran, dass er gar nichts gemacht hat. Ja. Also. Dann lass ich's halt, dann sollen sich andere Leute dazu holen. Mir ist es egal. Ich kenne die ganzen Aufgaben größtenteils und alles, drum macht mir das nichts aus. Und ich besitze ja eh alles. Ja. So, ich gehe ja bloß rum, um Sachen zu erkunden, erforschen und sowas alles. Hier oben das Sanatorium, was ganz lustig ist, weil wird später interessant, wenn die Krankheiten, die ganzen Medikamente dazukommen. Ja, das denke ich auch. Ja. So, das muss ich jetzt überlegen. Nee, links ist Sanatorium, rechts muss ich. Rechts musst du. Ja. Ich liebe es, wenn es Platsch macht. Absolut. Oh Mann, ey. Wenn wir die Aufgabe erfüllt haben, ich hoffe, das ist dann auch wirklich die letzte, dann reicht's mir aber auch. Ja, wie schon gesagt, ich werde jetzt kurz, wird für fragen, wie es aussieht. Alea hat ja keinen Stream davon, denke ich mal. Mhm. Oder hat sie einen Stream davon oder hat sie keinen Stream davon? Nein. So. Aber ich glaube auch so, dass wenn ich das sage, dass sie mir da vertraut. Ja, das so, mir geht's bloß darum. Wie schon gesagt, wenn sie heißt, ja, kann sie nichts machen, gibt's nicht wieder, dann bin ich hier weg. Habe ich keinen Bock mehr. Schon gesagt, dann nicht gegen den Server gerichtet, sondern einfach nur gegen das Spiel, weil ich dann einfach keinen Bock mehr habe. Ja. Weil ich farm schon gesagt, ich habe jetzt keine Lust, nochmal 5 Wochen zu farmen. Die ganzen Scheiß hier. Weil irgendwann kriegt man schlechte Laune davon. Ja. Weil das, was man eigentlich machen will, kann man nicht machen, weil dann ständig immer so eine Scheiße passiert.
kannst ja auch nicht einmal quer über die Karte laufen. Ja, ich finde, das Hauptargument ist einfach, dass du uns ja geholfen hast und deswegen ist es ja noch passiert. Also ich finde, das ist einfach der springende Punkt. Das ist ja nicht selbstverständlich, es reicht nicht um diese Zeit. Also von daher. Aber das Ding ist ja, Papa, du hast ja gestreamt und ja, wir haben über unsere Überraschung ja nicht gerade gespielt dann. Naja, das ist richtig. Ja, aber man sieht es halt nicht. Aber darauf kommt es ja auch nicht an. Also ich denke, das sagst du schon richtig, Alea. Also du hast ja eh bei der Schwarzen Witwe einen Stein im Brett. Und ich denke, wenn du sagst, das ist so gewesen, dann ist das doch okay so. Im Sinne von Frauenpower. Genau. Ja, ist ja so. Ne? Also... Nachdem du hier auf dem Server bist, ist du dich ja immer an unterstützen und an supporten. Also von daher. Ich denke schon, dass das hilft. Auf die Idee, da hochzufahren, wäre ich nie gekommen. Schön gesagt. Ich habe hier eine ganze Weile gewohnt, kenne hier eigentlich jeden Winkel. Über meine Hosentasche. Hat sie die Base da unten an der Kreuzung? Da rechts rein, oder? Nee, meine ist da oben gewesen, da wo jetzt in einer. Die habe ich jetzt abgetreten. Hier oben, hier da links, das war meine Base mal gewesen. Ah, okay. Nur etwas größer. Die habe ich jetzt abgetreten, weil die jemand anders, weil ich ja dann jetzt die Insel mir geholt hatte und dann hat mir aber die Insel nicht so gefallen, weil ich dann auch schon wieder ein Auto verloren habe durch. Vergeulen habe ich eine Woche nicht gespielt, weil ich dann lieber auf den Hotfix warten wollte. So, das hat ja auch jetzt alles wieder nichts gebracht, also leck mich kreuzweise Spiel. Hab lange keinen Bock mehr. 640 Stunden für nichts und wieder nichts immer wieder investiert. War jetzt nicht jetzt, ups. Okay, mit dem Auto geht es hier nicht. Ja, uns ist das jetzt hier bei Night of the Dead ist uns das passiert. Da sind wir auch schon seit längerem an Spielen, haben angefangen, eine zweite Base aufzuziehen und hat jetzt der Entwickler einen Patch rausgebracht, mit dem man halt quasi PvP, PvE-Einstellungen halt machen kann, also Teambuilding und so weiter über Menü. Und dann auf einmal hatte man keinen Zugriff mehr auf seine eigene Base. Also man konnte nichts mehr einstellen, nichts mehr, keine Waffen mehr auffüllen, nichts abreißen, nichts aufbauen. Du konntest auch nur noch sagen, ja, fuck das Spiel, ich höre auf, ne? Ja. Da hast du auch keinen Bock mehr, nochmal von vorne anzufangen. Also, nee. Richtig. Wenn du denkst, wenn es ein regulärer Server Neustart ist, ist was anderes. Aber nicht, wenn du mitten im Spiel bist. Mhm. Denkst du, jetzt hast du eigentlich mal alles, was du haben wolltest, dass du deine Ruhe hast. Du willst dann halt was anderes machen, weiß nicht, irgendwo bauen oder einfach mal die Sachen erkunden, erforschen. Ja. Oder sonst was. Und dann passiert so und dann fängt der ganze Spaß wieder von vorne an. Und das hast du irgendwann keinen Bock mehr. Ja, absolut. Ich hab immer die Jungs von 7 Days, die haben das mal immer schön gemacht, die haben dann immer, also anfangs haben die das auch immer gemacht, so mit Vibes und alles wieder von vorne. Und irgendwann haben die dann gesagt, so, bringen die neue Version, haben sie dann immer als Beta rausgebracht, sodass du halt immer dann ins Team wählen konntest, ne? Alte Version, neue Version. Ja, und konntest dann halt rübersiedeln, wenn es gut ist. Aber du kannst halt auf die alte Version bleiben. Du warst halt vorbereitet, ne? Also von heute auf morgen finde ich immer scheiße. Habt ihr denn die Items? Das jetzt UMP-Magazin, die Painkiller, die Nagel, den Apfel und die Tomate? Das Einzige, was uns fehlt, ist das UMP-Magazin. Da hätte ich nämlich noch in der Base rumzuliegen. Also ich hatte einen Apfel in meiner Tasche und wir hatten ja auch Nägel in den Taschen. Ach ja, scheiße, wir haben ja alles verloren. Stimmt. Das dürfte jetzt erstmal alles wieder zusammenfahren. Aber wir fahren trotzdem erstmal hin, dass wir überhaupt sicher sind. So. Ja, ob es sich überhaupt lohnt. Ich denke jetzt nicht, dass jetzt irgendwer noch spielt, von daher. Wenn das jetzt da noch liegt, dann wird das auch noch da liegen, wenn wir das jetzt... Ich war ja der Erste, der die Quest gemacht hat und komplett durchgezogen hat. Ich habe ja bloß dann Lotte und so und dann Lotte hat es dann wieder anderen erzählt, weil alle keiner
irgendwie den Chat liest. Weil ich wieder sehr interessant finde. Papa? So. Ja? Er zählt wieder die Zeit runter. Ja, jetzt kann er aber auch wirklich zählen, du. Wir haben 25 Minuten, ist 5 Uhr, ne? Ah nein, er zählt in 5 Minuten runter. Achso, hier ist das Radio, falsch. Ah, wieder zurück und dann die andere Seite. Wollt ihr nicht zum Radio, wollt zum Observatorium. Muss mal kurz schnell gucken. Kann ich hier kurz abkürzen? Geht bitte? Moment, Routenführer, Radiostation, ist da, also noch direkt nach Osten. Osten ist in die Richtung, kann aber nicht stimmen. Dann möchte ich doch lieber die Straße lang. Aber doch, da ist ja die Rückseite vom, dann stimmt es ja doch. Genau, fährst jetzt nämlich hier lang, dann fährst du wieder unten. Gehst zur Gabelung und die Gabelung dann links und dann kommst du direkt zum Observatorium. Genau. So, jetzt müsste es weg sein, Maria. Wenn wir da sind, könnt ihr dann schon mal links, weil ich muss ganz dringend auf die Lulu-Box. Ja, alles klar. Okay. So, das ist da, das ist aber falsche Abkreuzung. Da. Airfield, Bunker, Observatory. Bin ich ja bei mir, das ist ja komplett falsch. Das, da, genau. Also doch da lang. Wo komme ich jetzt durcheinander? Irgendwie sehe ich jetzt gerade nicht durch. Da muss es ja links sein, dann hier lang. Bin jetzt auch überfragt, wo wir gerade sind. Ich kann dir jetzt da auch nicht helfen. Wir waren jetzt gerade beim Ölwa-Bunker. Hier oben ist links ist der Ölwa-Bunker. Ah, okay. Dann hab ich's doch richtig geraten. Ja, du musst auf jeden Fall unterhalb den Elfer-Bunker vorbei und dann der Hauptstraße entlang. Müsstest du theoretisch, wenn ich jetzt richtig bin von der Straße her, dann der nächste links. Genau. Dann müsstest du da sein. Ja, ja. Bin nur vorher ein bisschen orientierungslos geworden, genau. Und jetzt hier links. Genau. Müsste eigentlich so stimmen. Ja, ich war schon hier in den hinteren Sektoren nicht mehr so allzu oft. Das also ich hatte auch viele Bäume weggenommen haben und so. Mhm. Warst du schon in der neuen? Was? Auf der Insel? Ja. Ja, da kann ich auch schon alles. Ah, okay. Da macht am meisten Z3 halt das die Sentinel-Fabrik am meisten Spaß. Kannst du richtig gut looten. Okay. Und da siehst du auch gleich die neuen Sentinels. Okay, cool. Ja, die werden noch mal ein Stückchen größer und kriegen Raketenwerfer. Hey. Ja, wobei sie sollen ja auch besser zerstörbar sein, ne? Also das hieß es ja auch. Ja, wenn du dann später den Raketenwerfer bekommst. Mhm. Weil der Raketenwerfer eingeplant ist. RPG auf jeden Fall. Du setzt so mit normalen Minen oder so, machst du gar keinen Schaden. Die kann ja auch durch die Bomber durchlaufen. So.
Vorsicht beim Observatorium, ihr wisst, die Wände sind unten durchlässig, also die tun des Öfteren gerne durchbacken. So. Da habe ich Erfahrung mitgemacht. So, dann gehe ich mal schnell auf den Lokus. Oh.